Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir haben uns in letzter Zeit beschäftigt mit Übergabemöglichkeiten. Und da habe ich das letzte Mal eine Out-Übergabemöglichkeit erwähnt und die schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Schauen wir uns einmal das Programm an, was wir so jetzt so geschrieben haben. Ja, und zwar haben wir die Methode Zahl einlesen hier gemacht, ja, mit einer Referenz auf eine Variable, auf eine Character-Variable, die den sogenannten Operationscode, die wir gesagt haben, okay, wir geben zwei Zahlen ein, 12 plus, dann ist plus der Operationscode. Dass wir wissen, was wir tun müssen. Und weil ich ja nur die Zahl zurückgeben kann, da haben wir einen Rückgabewert Integer, muss ich für den Operationscode eine zweite Möglichkeit finden und da haben wir das einmal mit Ref gemacht. Und das hat auch funktioniert das letzte Mal ganz gut. Wenn man sich das Zahl einlesen, wird hier dem Operationscode, die letzte eingegebene Taste zugewiesen, wenn die Taste nicht zwischen 0 und 9 ist. Ja, also wenn das eine andere Taste ist wie eine Zahl, dann ist immer okay, das ist hier in der Operationscode, den schreibe ich in den Operationscode und fertig. Das heißt, es wird auf alle Fälle den Operationscode etwas zugewiesen. Das heißt, ob der Operationscode vorher, ob da schon was Sinnvolles drinsteht, ob das initialisiert worden ist oder nicht, ist uns da drinnen komplett egal. Also mit welchem Operationscode wieder reinkommen, ist Bobidl, ja, wurscht, egal, komplett. Ja, weil wir weisen dem hier auf alle Fälle etwas zu. So, jetzt werden wir da die History anpassen natürlich. Heute ist der 26.8. Ja, V1.2 und wir machen das mit out dieses Mal. Ja, schauen Sie aber noch ein bisschen an, was wir alles falsch machen können. Und zwar haben wir hier unten ist ja der Aufruf, ja, hier wird die Methode aufgerufen, die Zahl ist die eingelesene Zahl und da in den Operationen soll die letzte Taste, die jetzt keine Zahl war, eben aufgenommen werden. So. Und wir übergeben das mit ref, ja, und sagen, okay, schreibst du eine, wir haben da oben diese Variable angelegt und wir haben sie initialisiert mit 0. Das heißt, da steht, am Anfang steht da mal 0 drin. So, jetzt lösche ich diese Initialisierung weg. Ja, Bug. Und wir sehen schon, aha, wird sofort unterwählt. Ja, und es steht auch, lokale Variable, Verwendung der nicht zugewiesenen lokalen Variable Operation. Das heißt, ich habe der Variablen Operation noch keinen Wert zugewiesen. Der Speicherplatz ist reserviert. Was vorher in dem Speicher gestanden ist, steht halt noch immer drin, ist aber Zufall. Ja, das wird ja irgendwo reserviert in einem Speicher und der Speicher wird nicht gelöscht. Da steht das drinnen, was vorher drin gestanden ist, was zufällig irgendwer irgendwann einmal da reingeschrieben hat. So, jetzt steht das da drin. Ja, und wenn er mit ref übergibt, sagt er, hey, das geht nicht. Ja, das ist ein Syntaxfehler. Ja, du hältst dich nicht an das, wenn ich es probiere zu übersetzen, dann kommt diese Fehlermeldung. Fehler beim Erstellen, möchten Sie den Vorgang fortsetzen und den letzten erfolgreichen Build ausführen? Nein, das will ich nicht, ich habe das gerade geändert. Ja, nein, das möchte ich nicht. Passt. Ja, und jetzt, weil ich mir dessen bewusst bin, dass ich da eine Referenz bekomme, vielleicht auf ein Blödsinn, ja? Dann kann ich da out schreiben. So, jetzt steht da out. Das hilft mir noch nichts, weil jetzt schreibe ich da hier auch nochmal out. Ja? Jetzt habe ich das als out-Variable definiert. Jetzt bin ich mir praktisch im Klaren darüber, okay, ich bekomme da unter Umständen eine nicht initialisierte Variable und ich darf nicht drauf zugreifen. Ja. Das Zuweisen da, das ist in Ordnung. Ja. Und wir sehen, alle unterwählten Sachen sind jetzt weg. Ja. Und wir drücken mal auf Übersetzen. Was passiert da? Startet. 12 minus 25 sind minus 13. Passt, rechnet jetzt auch noch. Ja. Super, super. Es funktioniert also mit out. Jetzt kann man sagen, herst. Warum ist das so kompliziert? Kann ich da nicht einfach ein Wort ref? Das hat ja genauso funktioniert. Das muss doch egal sein, bitte. Ja? Es funktioniert im Hintergrund doch genauso. Ja, da geht es wieder um die, um,
Vermeidung möglicher Programmierfehler. Wenn ich nämlich out schreibe, dann denkt sich der Compiler, okay, der ist sich dessen bewusst, dass das vielleicht nicht initialisiert ist, der oder die Programmiererin, ja, und wird schon wissen, was er tut. Passt. Ja. Wenn ich aber ref schreibe, dann ist man einfach so strikt und sagt, ja, eine Referenz hat zu initialisiert zu sein, weil sonst würde er oder sie ja out schreiben. Also es geht hier um Vermeidung von Programmierfehlern. Ja, wenn man da ein bisschen strikter ist, dann funktioniert das auch besser. Ja, also Programmierfehler, da sind wir schon beim nächsten Thema an und für sich. Im nächsten Video werden wir uns nämlich mit Programmierfehlern beschäftigen. Gibt es verschiedene Arten von Programmierfehlern und wie wir damit umgehen können. Ja, speziell bei User-Eingaben gibt es nicht nur so Fehler, wie wir gerade gehabt haben. Ein Fehler, wo ich halt einfach was falsch hingeschrieben habe, das ist ja relativ leicht zu finden, so ein Syntaxfehler. Aber Laufzeitfehler, die sind wieder ein bisschen... Ja, also wenn zum Beispiel jetzt mein Rechner da erweitere mit Division und da gibt einer 12 durch 0, ja, ist schon schwierig. Ja. Speziell bei User-Eingaben oder Messungen und so weiter, da können so Laufzeitfehler schon auftreten. Wie man mit dem umgehen kann und so weiter, das werden wir uns das nächste Mal ansehen. Für dieses Mal kann ich nur sagen, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.